Hallo, heute ist Tag 25 meiner 30-Tage-Challenge Vegan for Fit. Und das heißt ja wieder Wiegetag. Und heute habe ich 62,1 Kilo auf die Waage gebracht. Das ist also wieder ein bisschen mehr. Weiß ich nicht, wodurch das gekommen ist. Meine Maße, Taille und Hüfte und Brustumfang ist ein bisschen weniger, aber ich würde mal sagen, gleich geblieben. Und mein Körperfettanteil ist einfach natürlich geringer, da ich wieder ein bisschen zugenommen habe. Nun weiß ich nicht, woran das gelegen hat. Ob das an dem Creamcake gelegen hat, den ich ja so fast alleine über die Tage jetzt gegessen habe, weil meiner Familie der irgendwie nicht so zugesagt hat. Aber mir hat er sehr, sehr lecker geschmeckt. Er war auch nicht so süß. Ich habe ihn bewusst nicht so süß gemacht. Das kann natürlich auch sein, weil ich habe damit gar kein Problem, weil ich ja schon vom Zucker entwöhnt bin, ist das für mich überhaupt gar kein Problem. Im Gegenteil, mir ist es viel angenehmer, wenn er nicht so süß ist. Vielleicht hat es daran gelegen, weiß ich nicht. Ich habe ja noch mal 5 Tage Zeit bis zum Ende der Challenge, aber ich habe damit kein so ein großes Problem, weil für mich das ja hier sowieso nicht ums Abnehmen geht, sondern für mich vorrangig darum geht, meine Fitness wieder aufzubauen und durch die Ernährung auch meinen Körperfettanteil zu verringern. Und das habe ich schon erheblich geschafft gegenüber dem Beginn der Challenge. Und da bin ich also absolut zufrieden. Und solange wie ich meine Konfektionsgröße 38 halte, ist das für mich also auch überhaupt gar kein Problem. Ich habe mir dann auch überlegt, dass ich nach der 30-Tage-Challenge eine neue Challenge für mich beginne, die bis zum Ende des Jahres geht und wo ich einfach schaffen möchte, dass ich mit meinem Körperfettanteil unter die 25% komme, was für mein Alter sehr gut wäre und auch mein Körpergewicht nicht über 62 Kilo steigt. Ich möchte es eigentlich so zwischen 60 und 61 Kilogramm halten. Das ist so meine Challenge, die ich beginnen werde nach Ende dieser Challenge. Nicht ganz so intensiv betreibe mit Videos erstellen und mit in der Gruppe posten, aber ich werde darüber berichten. Wie war mein Tag heute? Der Creamcake war ja nur gestern dann endlich alle. Dann habe ich heute ein Müsli mit Kokosmilch und Blaubeeren gegessen. Also das mit der Kokosmilch und den warmen Kokosraspeln obendrauf und den Blaubeeren ist also absolut lecker. Und solange wie Blaubeerzeit ist, werde ich also sehr viel mit Blaubeeren machen, weil es ist einfach auch gesund, dunkle Beeren zu essen. Und das ist einfach so das idealste Obst, was man momentan bekommen kann. Und im Bioladen ist es einfach, ja, das sind einfach, ist einfach super, dieses saisonale Obst. Und das kommt auch aus der Region. Das ist einfach, ja, toll. Ansonsten war ich heute sehr viel unterwegs, weil meine Tochter heiratet Ende nächster Woche. Und ich brauche noch ein paar Schuhe. Und dann musste ich für mich noch einen Hut abholen. Also ich habe ein rotes Kleid und dazu einen passenden Hut. Vielleicht zeige ich den auch. Mal sehen. Und da war ich heute den ganzen Tag in der Stadt unterwegs und bin eigentlich noch nicht viel zum Essen gekommen. Heute Abend werde ich was mit Linsen und Gemüse machen und dann einfach mal schauen. Mein Mann isst das auch gerne, Linsen und Gemüse. Das ist das, was ich also heute machen werde. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu berichten. Ich hatte heute Morgen an Sport Gymnastik gemacht, wieder meine Gymnastik für die Tiefenmuskulatur. Das tut mir sehr gut, vor allen Dingen für die Bauch- und Gesäßmuskeln. Also bin ich heute nicht walken gegangen und das war ein ganz guter Ausgleich. Ja, mehr gibt es also heute nicht zu berichten. Dann bis morgen
Und eine schöne Zeit wünsche ich euch. Bis dahin. Tschüss.